Hallo und herzlich willkommen zu dieser Umzugsfolge. Wir werden heute von der Map-Version 1.0.0.7 auf die Version 1.0.0.8 Final umziehen. Ihr werdet sehr viel sehen. Gesagt. Ihr werdet sehr viel sehen, was man eigentlich nicht so in einem richtigen LS19 Let's Play macht. Heißt, mit gewissen Cheat-Methoden und dies und das kann man ja vielleicht nochmal was lernen. Und wir dachten euch, wir zeigen euch das einfach mal, was wir hier immer machen. Das haben wir auch schon zweimal gemacht, von der 1.0.0.6 Beta auf die 1.0.0.6 und dann auf die 1.0.0.7. 1.0.6 auf die 1.0.7, richtig. Genau. Wir werden ein bisschen mitkommentieren, also ihr werdet ab und zu so Ausschnitte hören oder eventuell auch mal was nochmal aus dem Schnitt sozusagen, wenn wir nachher nochmal was kurz sagen, wenn nicht ganz klar ist, was wir da eigentlich für einen Dreck machen gerade. Aber grundlegend fangen wir jetzt erstmal damit an, alles sozusagen zu notieren. Ich habe vorhin mal zum Spaß probiert, einfach die mit der neuen Map-Version die alten Spielstand zu laden. Das hat soweit auch funktioniert, bis auf halt alles, wo irgendwas neu gemacht wurde. Die Tiere waren sozusagen Großteil weg, bis auf die Pferdekoppel. Und ich konnte, wenn ich auf Speichern gedrückt habe, hat es den Spielstand gelöscht. Also ja, hat nicht ganz so funktioniert. Sagen wir es mal so. Versuch war es aber wert. Ja, kann man bestimmt irgendwie machen, dass das irgendwie funktioniert, aber das rauszufinden, würde wahrscheinlich vielleicht sogar länger dauern, als das jetzt eben so zu machen, wie es auf jeden Fall funktioniert. Genau, wir fangen jetzt an, das alles zu notieren. Heißt, Pascal fängt an mit den Tieren, ich fange an mit Silobeständen und Felder. Und dann werdet ihr vielleicht einen kleinen Zeitraffer oder sowas sehen, entscheiden wir dann. Ja, ansonsten viel Spaß mit dem Video, ne? Ich bin jetzt mit den Lagern soweit durch. Pascal macht weiterhin die Tiere und wir fangen jetzt mit den Fahrzeugen an. Wie wollen wir das denn aufteilen? Pass auf, ich fange erstmal an mit den mit Selbstfahrenden. Mhm. Weil die haben ja auch alles mit Konfiguration und sowas. Ja. Und du kannst dann ja weitermachen mit, weiß nicht, spazierbaren Objekten oder so Schläuchen etc. Das ist ja auch hier alles ja, drin. Ja, schau ich dann aber, wenn ich ja gar nicht mehr mit den Tieren. Ganzen Butterfässer und sowas. Ja. Buttermaschine, Bagging Master, sowas kannst du dann gleich mit. Ja, notieren. Ist richtig. So, Fahrzeuge fertig. Ihr wollt nicht den Zettel sehen, wie krakelig der aussieht. Kann ich mir vorstellen. Ich schaue gerade noch die letzten Sachen durch. Weißt du, was mir gerade so auffällt? Ja, wo wir gerade mal dabei sind, werde ich jetzt mal diesen Transportauftrag abbrechen. Hm. Weil das funktioniert ja anscheinend nicht. Richtig, eine Mehlsack fehlt ja irgendwie. Geld kriegen wir trotzdem. Dann habe ich die anderen Sachen jetzt auch notiert, also das ganze Zeug, was wir Schläuche und haben. Sowas, ne? Genau. Und Bagging Master, blablabla, dem das Zeug. Jetzt auch notiert. Ich würde gerade mal hier was gucken. Gewächshäuser, den Status, dann den Felderstatus. Ja. Du kannst mal den Felderstatus machen. Ich schau mal Gewächshäuser und. Okay. Ob in der Kornmühle noch irgendwas ist, das schaue ich jetzt mal durch. Und wir dürfen ganz wichtig den Keller nicht vergessen. Den Keller, ja. Da ist noch Wein drin oder sowas. Hm. Okay, pass auf, ich mache den Wein mit, weil das sind ja so Produktionssachen etc. Käse würde ich nicht notieren. Da rechnen wir uns einfach so Geld dran. Ja, brauchen wir nicht. Das ist dann einfach das Geld für neue Investitionen oder zum Beispiel für das GPS, ja, genau. 6R zum also, Beispiel sowas. Dafür geht das Ganze dann einfach drauf. Was mir auch noch aufgefallen ist, wir haben ja noch, also in dem Einsiedel sind allein 20.000, ich muss mal überlegen, das sind 20.000, wie viel sind das hier? Das sind ja wie 160.000 oder sowas, Liter Kompost. Mhm. Da müsst ihr dann nur vorspulen, bis es fertig ist und dann mal aufdecken, dann sehen wir wieder, wie viel es ist. Genau. Und dann notieren wir uns das, rechnen, beziehungsweise
verkaufen das, in Anführungszeichen, ich entferne das ja dann einfach. Wir wissen, dass wir das schon abgerechnet haben und füge das Geld eben hinzu. Das ist halt der schnelle Richtig. Weg. Da müssen Sie noch extra wieder hinsetzen, alles. Genau. Und das wird dann einfach verkauft sozusagen. Und ja, dann ist das auch gegessen. Jo, wir machen weiter. Wir kriegen Einnahmen aus dem Hofladen. Und Geld haben wir noch nicht notiert. Ja, stimmt, Geld fehlt noch. Die Zeit rennt, Pascal. Die Zeit rennt. Okay, 160.000 wäre etwas übertrieben, aber. Also 106.000 sind ja noch im Kompass drinne. Warte. Gut, dann haben wir 100. jetzt alles. 127.000, sagen wir mal. Warte kurz. Und den Kontostand notieren, den mache ich mal kurz. 127.000. Nee, pass mal auf. Wir machen das anders. Wir verkaufen den Kompost jetzt einfach mal. Und zwar machen wir das. Zack. 1.300 Gartenzwerge drum. Natürlich haben wir das alles abgepackt und so. Haben wir alles Ja dorthin klar. gefahren. Na klar, also wir wollen ja hier den maximalen Gewinn raus haben. Wir würden doch Du jetzt hast halt nicht gesagt, lügen. 126 mal 1.300. Zack. So, so. Und zack, ach, haben wir es denn schon? Haben wir alles verkauft hier? Warte. So. Oh, schmeckt. Ja. So. Ey, wir haben es in Der der drei. Kontostand wird jetzt notiert. Wir haben es in der Dreiviertelstunde geschafft. Krass, ey. Das Schöne ist nur, alles auf der neuen Map-Version herzurichten, dauert noch länger. Ja, aber dass wir das ging ja schon mal schneller als die letzten Male. Das ist korrekt, aber wir haben auch Übung. Mittlerweile. Na gut. Dann sehen wir uns auf der neuen Map-Version wieder. Jo, da sind wir. Auf einer neuen Map. Neues Geld. Neuer Bugatti. Tja, scheiß Bugatti, Junge. Die Bohrmaschine nehmen. wir können einfach schon mal anfangen hier. Wir brauchen auf jeden Fall schon mal Hunde. So. Und dann brauchen wir noch Hundefutter. Ich habe Store Deliveries vergessen. Den hat man rausgeschmissen. Sicher? Das brauchen wir hier aber jetzt. Ich gucke da nochmal nach. Was mir auf SS hier aufgefallen ist, ist, dass das Schweinefutter-Ding fehlt. Dort hinten ist ein Ja. Ferkelhaus, soweit ich das identifizieren kann. Also das ist einfach halt hier so ein Haus mit einer kleinen Wärmelampe und so drin. Können wir Ja. uns das mal angucken. Also wir haben jetzt noch Nur nicht zu alle Gemüte. Neuigkeiten, sozusagen ganzen Changelog etc. durchgelesen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber wir sind jetzt einfach mal ganz kurz über den Hof gesprungen. Ich bin jetzt einfach ganz kurz über den Hof gesprungen und mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Einmal, die haben den Kuhstall noch weiter eingekürzt. Also ich muss mal sagen, der war früher, ging der bis hier hinten hin. Hier war der Zaun. Hier war der Zaun. Dann haben sie das hier noch als Weg gemacht. Und jetzt haben sie das hier auch noch eingekürzt. Wie viele wenig Kühe passen denn hier noch rein? Und die Kälber haben jetzt alle ihren eigenen Stall und das ist Hermann, er ist männlich. Das ist Gustav, Brody, Kevin, Franz, Bruno. Und hier haben wir Müssen wir jetzt jedem von diesen Kindern Susi, ein Nämlich Alma, prägen? Lisa, Bertha, Olga und Lotte. Das müssen jetzt den ganzen Kälbern einzeln die Milch bringen. Kälbermilchpulversäcke. Ach du Heilige. Das wird ein Kunstmilch anmischen. Dann haben wir hier kein Güllelager mehr, sondern einen Unterstand. Vielleicht kommt die Gülle einfach mit ins große Gülle-Silo. Das hätten sie mal endlich sinnvoll gelöst. Finde ich gut. Was macht der Schornstein dorthin? Oder ist das einfach von dem Fermentierer dort? Ja, okay, ist einfach von dem Fermentierer. Okay. Heutrockner haben wir wie gehabt. Das Diesen Silo ist da Silos. drüben auch ganz normal mit dem Standardmähdrescher und so. Dann haben wir hier das Ding, zwei Dinger frei, dann hier die Bäckerei, genau. Das ist alles genauso.
Wir müssen den Hofladen noch umstellen. Ja. Dass der wieder mit Verkauf ist. Und Genau. nicht mit Direktverkauf, sondern mit dem 19 Uhr Zentralverkaufen. Enten sieht genauso aus, beziehungsweise Hühner. Die Dinger müssen wir noch platzieren, diese Gewässer Dinger halt. So. Hat sich hier irgendwas verändert? Sieht nicht so aus. Hier ist dann ja weiterhin das Ding, was letzten Update dazugekommen ist, genau. Hier sind überall so ab und zu so Kisten, ne? Achtung, Ja. Gasflaschen. Ach, jetzt guck mal, das ist ein Gasflaschenlager oder so, ne? Was haben wir eigentlich für ein eklig metrisches hier stehen? Das sieht ja richtig eklig aus. Ja. Das ist ja New Holland. Was haben wir hier unten? Das Baumgrundstück, das war alles schon. Obstplantage. Wir können mal ganze Felder kaufen, die uns gehören. Ja. Uns gehört noch nicht mal der Hof. Ist auch gut. Du startest hier auf Hofbergmann und du besitzt nicht mal den Hof. Naja, in der Multiplayer kannst du ja nur auf mittlere Schwierigkeit gehen, Ach da so. besitzt du gar kein Grundstück am Anfang. Boah, haben wir viele Grundstücke, ey. So, Ja. das gehört alles uns. Das gehört auch uns. Dieses extra Grundstück hier. Diese 16 gehört nicht uns. Ja, ich glaube, ich habe alles. Ach nee, die Obstplantage noch. Und dann ist jetzt der So. Plan, dass wir all das, was wir jetzt am Anfang auf der alten Map noch notiert haben uns, dass wir das jetzt alles uns wieder besorgen. Yay. Das heißt, ich würde Es sagen, wir gibt eine neue fangen. Fruchtsorte. Durchwachsene Silphie. Ist wahrscheinlich dann für die Ölproduktion oder so. Keine Geh einfach Ahnung. mal hier gucken. Ist es das durchwachsene Silphie? Jo, das ist Sagen wir, dieses schauen uns jetzt einfach durchwachsene nochmal Silphie. alles, wofür wir es brauchen, im Changelog an. Genau. Hier die Dann Kuhweide, sagen die wir, legen kennt jetzt man mal los, schon. oder? Ne, ich bin noch nicht mal durch mit der Hohlfirma. Wir haben ja noch eine Ölmühle Achso. jetzt, eine neue. Ja, stimmt. Neue Produktionen haben wir jetzt auf der Map. Ich würde Jo. sagen, wir fangen mit den Fahrzeugen jetzt an, oder, Tobi? Wir fangen an, ja. Das Warte, heißt, wir nee, wir kaufen. müssen nochmal neu starten wegen. Ach schon, wir müssen noch einen Mod draufpacken. Aber dann fangen wir mit den Fahrzeugen an. Das heißt, wir kaufen alle Fahrzeuge, die wir nicht brauchen. Und kaufen dann alle Fahrzeuge, die wir dann noch zusätzlich ja besaßen, dann dazu. Und bringen die mal an ihren Platz. So willst du Mist machen? Was denn? Nun ja, wir sehen uns gleich wieder. So, ungefähr eine Stunde später haben wir es jetzt. Hin und Für her heute nur ein mit. Cut. Ja, für euch ist nur ein Cut, aber für uns ist eine Stunde später. Hey, warte, Diverse Tobi. Probleme mit Hofladen und Map irgendwas Tobi, falsch und wir hatten ja, gesagt, Mano. wir wechseln kurz die Map-Version und dann machen wir das. Wir hatten jetzt nicht vor, nochmal was zu labern. Ja, ist okay. Nee, wir haben auch schon was gelabert, also daher. Deswegen ja. Ich wollte jetzt anfangen mit Fahrzeuge. Thank you.
ist geschafft soweit. Wir haben eigentlich den größten Teil alles eingeparkt. Ein paar Traktoren stehen hier noch rum. Und Leute, was ist denn das hier für ein geiles Vehikel? Also, da gibt es jetzt verschiedene Versionen von sozusagen, von diesen Reparatur, von den Wägelchen hier jetzt. Also da gibt es ja auch, von Wagen. Hier bei den Ausrüstungsdingen, da hast du jetzt einen Transportwagen, du hast hier einen Fasswagen oder einen Reparaturwagen und die hat diese Schubkarren auch, in die du halt einfach was reinfüllen kannst. Ist aber auch cool, hast du Öl drauf, eine Reparaturkiste, einen Wagenheber. Ja, und dann kann ich jetzt hier hinfahren. Dann einen Batteriestart, ein Set. Schmierzeugs hast du auch drauf. Cool. Nö? Das wird repariert. So, und jetzt als. Ey! Mach das rückgängig! Ach, warum denn? Sieht das toll aus! Auf jeden Fall müssen wir jetzt noch die ganzen kleinen Krimskrams kaufen, die ich auf meiner Liste habe. Genau, und Butterfässer und alles. Tiere müssen wir noch kaufen, dann Schläuche, die hier Saatgut reinfüllen und. Richtig. Ja, was wir zwischendurch noch entdeckt haben, ist, es gibt hier jetzt Boxen für die Pferde. Bin ich gespannt, wie das funktioniert. Dann hier ist auch diese alte Schubkarre sozusagen und auf die Dinger kann man sozusagen ein Bigback draufstellen und dann irgendwas drunter reinfüllen. Bist du immer noch damit zugange? Ich schaff's nicht, das Fahrzeug zurückzufärben. So. Dieses gute Stück hier ist jetzt auch mal mit Simple IC. Das heißt, wir können hier auch mal so Knöpfchen drücken, unter anderem das Fenster aufmachen, die Tür aufmachen, das Lenkrad ranklappen, das Ding rumklappen. Wir können die Dinger einfach mal umklappen, die rundum leuchten. Dann können wir hier das Dach aufmachen, wir können die Heckscheibe aufmachen. Ja, und den Beifahrersitz runterklappen. Einsteigen kann man trotzdem noch. Wir haben die Schläuche, wir haben die ganzen Objekte, wir haben die Bienenstöcke gebaut sozusagen, das ganze Produktionsgeräte, die wir auf dem Hof haben, haben wir alle geholt, die Butterfässer, die Big Boxen und alles haben wir jetzt erstmal platziert und geholt. Was jetzt noch fehlt, sind die Felder, die richtig einzustellen, die Produktion richtig einzustellen und die Tiere. Das heißt, wir haben es auch schon gesehen irgendwie, man muss bei den Schweinen und Kühen wohl kein Wasser mehr anliefern. Das war ja bei den Pferden früher, war das auch schon so. Da habe ich mich schon gewundert oder so, was das jetzt sollte. Aber anscheinend muss man es jetzt bei den Kühen und bei den Ferkeln und bei den Schweinen auch nicht mehr machen. Was wir noch entdeckt haben ist, ich habe es entdeckt, hier ist ein Lagerhaus jetzt. Dort ist wahrscheinlich ein Kühlhaus. Hier kannst du, ach gut, da oben links steht es auch, Kühlhaus von Lagerverwalterung. Verwaltung. Da kannst du halt sozusagen hier Spanferkel, Milch, Eier, Fleisch und Käse oder Ziegenkäse kannst du jetzt lagern. Ja, finde ich ganz cool. Ich meine, das Käselager ist dann
ist hier etwas unnötig, weil hier gibt es auch schon eins. Gut, das ist ein Kühlhaus, ne? Ja. Und hier beim Milchhaus fehlt noch ein Schlauch. Achso, ja gut, ja, den können wir auch noch dahin bringen. Hattest du den nicht gerade in der Hand? Egal, wir starten mit dem Zeitraffer weiter und ja, viel Spaß, ne? Ja, genau, wir machen jetzt die Felder und Tiere, ne? Jo, genau. Unser ursprünglicher Plan war, alle Tiere mit ein oder zwei Tiertransportern nacheinander auf den Hof zu fahren. Wir sind aber hier relativ schnell auf die Idee gekommen, einfach ganz viele Tiertransporter zu kaufen und alle Tiere gleichzeitig in einem Konvoi auf den Hof rüber zu fahren. Unser Problem war dann nur, wir haben 70 Kühe transportieren müssen und in jeden Anhänger bzw. in jedes Fahrzeug passten nur 4 Kühe rein. Deren Worten, der Konvoi wurde ein klein bisschen länger, aber seht selbst. Da sind wir. Wir haben ein bisschen noch was vorbereitet, nachdem was ihr gesehen habt, was wir da noch für einen riesen Mist gemacht haben mit den Viehtransportern. Okay, natürlich ist kein Mist, es ist professionell. Wir fahren jetzt einmal die Strecke rückwärts ab, die wir fahren müssen dann. Mit dem riesen Road Train. Und zwar fahren wir hier lang. Also wir müssen praktisch hier hoch und dann haben wir uns gedacht, nehmen wir die Strecke hier. Weil über die andere Richtung, das wird nichts heute auf dem Hof. Dann ist natürlich hier alles abgesperrt, dass man hier ja nicht auf die falsche Strecke kommt. Warum sind hier überall Blitzer? Ja, hab mich auch schon gewundert. Mann, ey. Ja, also fahren wir praktisch hier einmal in den Hügel hoch. Ich habe auch schon einen Quadrack hingestellt, damit wir hier hinten ein bisschen schieben können, falls es nicht ganz ausreicht von der Leistung her. Für den Großen. Ja, dann geht es natürlich hier vorbei, die bekannte Strecke. Pascal wird wahrscheinlich in dem Feuerwehrfahrzeug dort mitfahren. Nee, Pascal nimmt sich dieses Polizeiauto hier auch mit, weil das steht da im Weg. So, und dann haben wir hier diese paar LKWs hier mit Tieren. Und dann haben wir da hinten den Rainbow Road Train. Ja. Wir sagen mal nichts weiter dazu. Ein Fahrzeug mit 15 Anhängern, das unsere 70 Kühe transportiert. Nun ja. Wir fangen erstmal an mit den normalen Dingern. Also ihr seht schon, wir haben hier Enten drin, dort hinten sind Schweine. Da hinten sind Ziegen, Schafe und. So, fahr voraus. Okay, die Viehtransporter sind gut auf dem Hof angekommen. Alle ausgeschaltet. So, Road Train!
Oh Mann. Oh Mann. Ich war auf dem Beifahrersitz und dann, ja, ne? Beifahrersitz? Nee, du fährst bitte dran vorbei und baust. Ich brauche ein Begleitfahrzeug. Leute, ich gebe Vollgas, ne? Das ist die beste Motorausführung. Sag Bescheid, wenn es nicht mehr passt. Ja, mach langsamer, mach langsamer. Langsamer. Fahren. Ja. Zufahren, zufahren. Ja, weiter, weiter. Wir sind gleich rum. Die Kurve. Bin ich schon bei der nächsten. Jetzt bist du rum. Okay. Die Höhe auf 20. Mhm. Die linke Spur bestenfalls für mich frei halten sollte möglich. Ich fahr auf dem Gras, Junge. Ja. So weit wie möglich. Und mach mal, wir machen, pass auf, nee, wir machen nochmal ein cooles Thumbnail. Das sieht jetzt sehr lustig aus. Da sieht man auch cool den Regenbogen. Junge, das ist ein V8. Leute, ich gebe Vollgas. 2 km/h. Mach mal langsam. Ich wollte schauen, ob du hier beim beim Pferdehof nicht irgendwo hängen bleibst. Aber nö, sieht gut aus. Bleiben fahren können, ey. Ei, ei, ei. Gibt's doch immer Vollgas? Ich gebe Vollgas. Wie viel Kamera hast du gelassen? Nein. 1,9 oder so. Jetzt habe ich nur noch 1. Ich glaube, du kannst schon mal den KCH holen. Wo steht der? Auf dem Viertler. Oh, shit. Wir hätten nicht anhalten dürfen. Wir hätten echt nicht anhalten dürfen. Ja, wir hätten den Schwung mitnehmen müssen. Mmh. Ansonsten, ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn wir den vorne dranhängen zum Ziehen, anstelle von hinten zum Schieben. We'll be right back.
Wir haben jetzt noch die Schweine nachgekauft, weil die zwischendurch auf schwierige Weise verschwunden sind. Außerdem haben wir das Schweinefutter schon hingestellt. Die 70.000 Liter in Säcken halt. Und... Es gibt kein Schweinefutter-Silo mehr. Genau, ja. Einmal das. Es gibt jetzt nämlich diesen Futtermischwagen hier. Mit dem neuen System, womit man ja auch irgendwie Schubkarren und Zilter reinmachen kann. Der hat auch einen Akku. Wo man den auffüllen kann, weiß ich noch nicht. Und mit dem kann man jetzt anscheinend Futter mischen. Also kannst du Rüben etc. reintun und das dann irgendwo ausladen. Ja, was wir jetzt allerdings machen, wir füttern mal die Schweinchen mit dieser wunderschönen Schubkarre. Oh Gott, ist ja 7 eher laut. So, hier muss die Schubkarre, die fährt 10 km/h. Fährt sich wie ein ganz normales Fahrzeug, nur dass man halt läuft. Ich finde die Laufanimation übrigens sehr schön. Dass sie halt so dazu passt. Das finde ich. Finde ich gut. Dass das mal endlich jemand eine Mod macht. So, und zwar fahren wir jetzt hier drunter. So, zack. Einmal Schubkarre voll. Da passen 258 Liter rein. Wir haben übrigens auch ferkelnde Schweine genommen. Ein paar. Also 6 Stück. Und in dem Kuhstall sind auch kalbende Kühe. Das heißt, die bekommen wahrscheinlich Kälber. Wie das genau funktioniert, muss ich mir immer noch mal durchlesen. Habe ich immer noch nicht gemacht. Du musst noch einige Kühe auf die Kuhweide bringen. Und die haben uns auch leisten müssen jetzt. Weil, der Stall wurde kleiner und deswegen auch die Kapazität an Kühen, die da reinpassen. Ja, und deshalb haben wir jetzt halt ein paar Kühe draußen. Kann ich das irgendwie abkippen oder so? Ja, kann ich. Wie cool ist das? Sieht schon geil aus. Willst du das machen? Da liegt jetzt gerade noch echt wenig drin. Ja, das ist mir schon klar. Wie viele Schubkarren muss ich denn hier machen? Was da rein? Ja, also so 8 Stück müsstest du schon machen, Pascal. Noch? Noch 8 Stück, ja. Dann erklär den Leuten mal, was wir als nächstes Sitze machen wollen, züglich des Umzugs. Ja, genau. Wir machen jetzt noch als nächstes halt die Schweineversorgung kurz. Da muss, glaube ich, noch Stroh oder so rein. Und dann schauen wir uns das Obst und die Gewächshäuser an. Machen das alles fertig. Roggenmehl wird noch ein Thema. Ey. Und ja, das machen wir jetzt sozusagen. Und die Obstplantage halt mit dem ganzen Weinzeug etc. Das ist jetzt auch so. Was soll ich nächstes machen? Ihr seht es ja im Zeitraffer. Richtig. Da sind wir wieder. Wir haben gerade gesehen, wir werden ja jetzt auch Kälber geboren. Wahrscheinlich bei den Schweinchen auch Ferkel. Weil wir die kalbenden Kühe sozusagen ausgewählt haben. Das hat man jetzt kurz im Zeitraffer gesehen. Die kann man dann sozusagen herumtransportieren, die Kälber. Und die brauchen... Leute, kannst du das vorher auch aufmachen. Wie cool ist das denn? Lass mich gucken. Das ist doch hier bestimmt irgendwo... Nee, Kühe. Okay, es wird dann nicht darunter angezeigt. Die müssen wir noch mal zeigen. Lass mal gucken. Ja, also hier steht Milch als Futter.
Ja, genau. Das ist eine gelbe Nummer. Naja, aber es war ja auch irgendwas mit Milchpulver und so. Stimmt. Aber auf jeden Fall. Was haben wir jetzt danach? Ich habe schon gesehen, wir haben schon angefangen vorzuspulen. Und jetzt als nächstes, ja, also wir spulen jetzt vor für die Äpfel halt eben, damit wir die dann ernten können nochmal im Schnelldurchlauf. Und halt eben den Apfelsaft machen können und den auch unten einlagern können. Verdammt, ich habe die Kornmühle vergessen, hier muss ich auch die Säcke runterschmeißen. Ja. Und Axel ist auch gerade dabei, Roggenmehl zu machen, ihr seht es. Jo. Das ist noch das, was fehlt. Ja. Grundsätzlich, ja. Und dann noch die Apfelverarbeitung dann. Ja, gut. Die Weizen... würden jetzt nicht nochmal die Weizen, den Weizen nochmal in Hühnerfuttersäcke umfüllen und das wieder oben einlagern, das würden wir einfach mal rauslassen. Ich meine, das war ganz schick, aber, nee, nein. Mehr Arbeit ist nötig. Ja, genau. Ja, ich gehe weiter, ne? Und ich lese mal ganz kurz, zumindest durch mit den Kälbern das. Wir haben uns da mal dann die Patchnotes zur Kälbermilch durchgelesen, ne? Und da so ein bisschen unbeholfen rumexperimentiert, bis wir dann ja rausgefunden haben, man braucht einen Sack von diesem Kälbermilchpulver und zwei Eimer Wasser. Und dann kriegt man da die wunderbare Kälbermilch, die man dann verfüttern kann. Was wir zunächst gar nicht bedacht hatten, war zusätzlich, dass die Tiere an jedem Morgen neu versorgt werden müssen und wir sowas wie Wolle und Eier auch wieder wegschaffen müssen, weil die gehören uns ja gar nicht, hier sitzen nur durchs Vorspulen, aus Versehen mit entstanden, ne? Was doch mal extra Arbeit beschert hat. Und dann kam Tobi auch noch auf die Idee, den Brutschrank zu befüllen. Keine Ahnung, was daraus wird, ob die Küken schlüpfen, aber er wollte es mal ausprobieren. So, wir haben vorgespult, wir haben es 8.01 Uhr morgens am fünften Tag, glaube ich, müsste es sein. Oder? Ja. Das Obst ist reif. Wir bereiten jetzt hier mal die Weinverarbeitung, beziehungsweise die Obstsaftverarbeitung vor. Ja. Wir haben hier mal ganz kurz zwei Juice Master hingestellt, holen uns die Kisten, bringen die Äpfel direkt hier rein und transportieren dann nur noch die Weinfässer ab. Das sollte schneller gehen, als wenn wir die ganzen Kisten erst alle einzeln aufladen und so. Und ja, ihr werdet sehen.
interessanterweise haben sich die Spanngurte des Anhängers irgendwie nicht so mit diesem Bergmann-Sprinter verstanden, weshalb irgendwie die Lenkung steif war, Tobi das Fahrzeug dann ziehen wollte und ja, wir dann irgendwie probiert haben mit Spanngurte lösen, wieder dran machen. Ja, und dann ist Pascal weitergefahren und die Fässer waren nicht gesichert und sind dann über das gesamte Feld weggerollt, weshalb wir dann erstmal die Fässer suchen durften. Soweit fertig. Wir haben jetzt noch die Bienen, macht Pascals gerade. Dann muss ich noch die restlichen Birnen zum Hofladen bringen und dort noch das Zeug von den Apfelbäumen dort ernten. Dann machen wir die Felder noch eben zurecht im Menü. Das geht recht schnell. Ja, und dann sind wir eigentlich fertig. Das Video wird wahrscheinlich ziemlich lange gehen. Ja, also wir angefangen mit Schneiden und ja, das Video hat schon längst 20 Minuten geknackt im Schnitt. Ja, dass es länger als 20 Minuten wird, das war mir vorher klar. Ja, aber auch ganz sehr schön. Ihr könnt einfach mal Leertaste drücken und gucken, wie viel Zeit ihr euch da gerade angeguckt habt. Ich meine, es ist natürlich nicht so der spannendste sozusagen, was wir hier machen, aber es ist teilweise halt doch mal ganz interessant, wenn ihr das mal selber machen wollt, was da so für praktische Hilfsmittel gibt sozusagen. Wie man das so am schlauesten lösen kann. Solche Produktionsprobleme etc. Ja. Na gut, wir machen hier den Rest noch eben fertig und dann würde ich sagen wir auch schon mal tschüss und dann geht's dann direkt ins Outro. Jo, tschüss, bis zur nächsten Folge. Jo, bis nächsten Montag.